Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute ist was passiert, was eigentlich der Grund meines Kanals ist. Denn zwei Abonnenten von mir, Götz und Christine, hallo ihr beiden, haben mich angeschrieben, ob sie mal ein Elektroauto, speziell meinen Tesla, mal sehen, besichtigen dürfen, eventuell auch mal Probe fahren dürfen. Weil die beiden sind noch Verbrennerfahrer und überlegen sich schon länger, ein Elektroauto zu kaufen. Und da das ja natürlich, wie ihr wisst, der Sinn meines Kanals ist, dass ich Leute gerne dazu bringen möchte, dass sie sich für Elektroautos interessieren, habe ich natürlich sofort zugesagt. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass jetzt hier jeder bei mir anfragt. So viel Zeit habe ich nicht. Aber die beiden kommen hier aus der Bremer Gegend. Die wohnen in Achim, glaube ich, war es. Ne? Ja, ja. Und deswegen sind sie heute gekommen. Und wir machen gleich mal eine kurze Besichtigung, eine kleine Probefahrt. Und ihr seid natürlich dabei. Deswegen bleibt dran. Ja, das sind Götz und Christine und ihr beide fahrt noch Verbrenner. Sagt doch mal eben, was fahrt ihr denn gerade für ein Auto? Ja, also ich fahre einen BMW 1er Cabrio, auch ein Diesel, 120D nennt er sich, mit Automatik. Sehr schönes Ding, herrlich, ursprünglich gekauft, als wir in Frankreich gelebt haben. Da war das mit dem Wetter in Südfrankreich natürlich passend. Jetzt hier hat man doch echt schon schlechtes Gewissen, wenn man mit einem Diesel unterwegs ist. Und insofern der Gedanke, einen Umstieg zu machen auf Elektro. Und Christine fährt auch einen Verbrenner, oder? Ja, einen Skoda Roomster, unsere Familienkutsche. Alles klar. Und wieso seid ihr jetzt auf die Idee gekommen, auf ein Elektroauto umzusatteln? Was bewegt euch dazu? Für mich zwei Dinge. Das eine, das generelle Interesse an der ganzen Technik. Dieses moderne, voll elektronische, das versuche ich auch im Haus unterzubringen mit einem Smart Home etc. Generell die Begeisterung für alles, was Technik neu ist. Das zweite ist, dass ich mehr oder weniger 2 bis 3 Mal pro Woche nach Hamburg fahre mit einem Diesel und entsprechend irgendwann das schlechte Gewissen plagt. Und das tut es schon seit einiger Zeit. Jetzt ist es vielleicht finanziell auch möglich, sowas sich anzuschaffen. Die andere Sache ist natürlich auch die Frage mit der Reichweite. Manchmal habe ich es auch so, dass ich am Tag sogar 2 Mal die Strecke Hamburg-Bremen mache. Gut, jetzt stehen wir hier die ganze Zeit vor der Garage. Ihr habt ja noch keinen Blick drauf geworfen. Soll ich den Wagen mal rausfahren? Sehr gerne. Deswegen sind wir hier. Das ist also sozusagen die Fernsteuerung vom Auto. Man kann vorwärts und rückwärts fahren. Ja. Und mit den ganzen neuen Fahrzeugen, die Full Self-Driving als Option aktiviert haben, was ja momentan 8.000 Euro kostet, ja. Model 3 zum Beispiel, ja. Oder auch die neuen Model S, die haben das natürlich auch dann. Da kann man, wenn das irgendwann mal freigeschaltet wird, den Wagen per Knopfdruck herbeirufen und er kommt von alleine, von wo auch immer, zu einem gefahren. Okay. Wir haben immer so ein bisschen den Blick auf den Vergleich mit dem jetzigen, mit dem Raumangebot, mit dem Gepäckangebot natürlich auch. Ja. Das ist relativ wichtig, weil wir das Fahrzeug dann auch für kleinere Reisen nutzen wollen, als Familienfahrzeug halt auch zusätzlich. Ne? Nicht nur zu den täglichen Runden nach Hamburg oder zweitäglich. Genau. Aber da wisst ihr ja, wenn ihr meinen Kanal seht, dass wir das damit auch machen. Wir fahren damit ja in jeden Urlaub. Das ist unser alleiniges Reiseauto. Mhm. Und die Zoe ist sozusagen hier das Stadtauto. Ja. Und mit dem Tesla, das war auch bewusst von mir so gekauft und auch konfiguriert, in Anführungsstrichen gedanklich, dass ich ein Elektroauto brauche, mit dem wir alle Fahrten inklusive Hund, mit Kind, mit Gepäck, am besten dann eben auch Dachbox absolvieren können. Und das leistet dieses Auto. Ne? Das einzige Manko ist jetzt, dass die neuen Teslas keine Aufnahmepunkte für eine Dachbox haben. Ja. Die haben ja ein vollflächiges Glasdach in der Regel. Da gibt es aber mittlerweile Lösungen, so mit Saugnäpfen oder Klemmen, habe ich schon gesehen beim Model 3. Es ist nicht so weit verbreitet. Oder es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn man eine Anhängerkupplung hat, kannst du an die Anhängerkupplung eine Box befestigen, eine Backbox oder wie die heißt. Gibt es auch verschiedene Anbieter, die relativ viel Raum bieten, fast so wie eine Dachbox. Ähnlich einer Dachbox. Und die ist dann halt hinten und nicht auf dem Dach. Das ist auch für den Luftwiderstand wieder besser. Du verbrauchst dann nicht mehr. Ja. Und vielleicht habe ich ja mal Gelegenheit, so ein Ding zu testen. Ich bin auch in Kontakt mit einem Hersteller von so einer Box
und werde dann, wenn ich die irgendwann mal habe, natürlich Vergleichstests machen mit und ohne Verbrauch, ja, ja. oder nein. Ja. Wie komfortabel ist das eigentlich, was passt da rein? Aber das würde ich sagen, ist eine Alternative, wenn man eben ja. keine Dachbox haben kann, aber eine braucht. Ansonsten, wenn ihr keinen Hund habt, nein. Ist der Kofferraum mega riesig, das zeige ich euch jetzt mal. Gut. So, momentan ist es halt so, dass der Kofferraum mit so einer Hundeverkleidung ausgestattet ist ja. bei mir. Auch für die Nutzer, die mich immer wieder fragen, das Ding ist von kleinmetall.de, das ist so eine Website, ja. www.kleinmetall.de, ohne jetzt Werbung zu machen, ich kriege dafür kein Geld. Das Ding heißt Starliner, das gibt es für fast jeden Wagen und passt im Prinzip wie angegossen, wird maßgeschneidert für den Kofferraum, auch fürs Tesla Model S gibt es das, kostet 120 Euro, glaube ich, ist nicht ganz billig, aber dafür ist es perfekt. Sehr robust und gerade wenn man einen großen Hund hat wie wir, dann ist es unverzichtbar. Austrittsschutz. Genau, sozusagen. Du kannst hier, wenn du halt dann den Hund reinladen möchtest, hast du hier noch so einen, genau. so einen Schutz für den Kotflügel oder für die Stoßstange super. Hinten. Super. Und das also mit Klettband. Und das Gute ist, dass du das halt abmachen kannst, wenn du es nicht mehr brauchst, auch mit den Reißverschlüssen. Ja. Und du hast ja unten drunter auch noch so einen Stauraum, das ja. zeige ich euch nämlich jetzt. Also alleine schon dieser Kofferraum, der ist ja. riesig. Ne? Das ist gut. Und wenn du dann hier den Klettverschluss mal hoch machst, dann hast du hier noch so ein Fach. Ne? Ja, ja. Wir haben hin und wieder tatsächlich auch mal größere Möbelstücke oder ein Fahrrad bei dem jetzigen Fahrzeug drin, was hier bestimmt auch irgendwie geht, aber dann anders. Ja, hier kannst du die Sitze umklappen, natürlich ja. Geteilt. Ne? Und wenn du die Sitze runterklappst, hast du eine relativ ebene Ladefläche, die geht ja. wirklich bis ganz nach hinten. Und es gibt tatsächlich Lösungen mit einer Einbaumatratze, ja. die du so in so einen Kasten packen kannst, dass sie unten hier in diesen Trunk passt. Mhm. Das heißt, die ist weg. Du kannst mit dem Model S campen fahren. Campen fahren, zu ja. zweit kannst du hier dich ausgestreckt mit 2 Meter hinlegen und schlafen. Wunderbar. Also das ist jetzt der Frunk in der kleineren Version, weil ab dem Modellwechsel 2016 haben die den Frunk verkleinert. Die ja. alten S85er, die hatten den noch so richtig, also es war locker ein Drittel mehr. Ja. Trotzdem passen hier noch Reisetasche rein, die ganzen Ladeutensilien passen ja, hier rein. Ja. Wir haben hier dann meistens auch Hundefutter, Sack drin oder ja, was ja. man so für die Reise braucht. Da, wo man schnell ran will. Wo man schneller eben ran will, genau. Das kann hier rein, genau. Und zwar, warum muss es jetzt ein Tesla sein? Warum jetzt nicht ein anderes Auto? Audi e-tron, EQC oder irgendwie die neuen, die jetzt auf den Markt kommen, ID3 oder sowas ähnliches. Warum muss es jetzt unbedingt ein Tesla sein? Wieso? Wir haben verschiedene Kriterien. Das eine war die Größe, die Reichweite, die Optik natürlich. Wir haben uns den Kia e-Niro angeguckt, weil er ja auch ein gewisser Familiencharakter hat, Familienkutsche. Dann aber auch wieder geguckt, wie frisch sind die Unternehmen mit solchen Fahrzeugen unterwegs? Wie viel Erfahrung haben sie schon? Und da ist Tesla natürlich, weil sie relativ früh angefangen haben im Vergleich zu den anderen, für uns so, dass sie die meiste Erfahrung haben, das Ganze wahrscheinlich, so ist die Hoffnung, am robustesten ist und wenig Kinderkrankheiten hat. Und deswegen auch speziell das Model S, weil wir denken, dass da zumindest durch die Software, und der große Teil von so einem Fahrzeug ist ja nun heute Software, dass sie da die ganzen Kinderkrankheiten, die sie vielleicht mal hatten, korrigiert drin haben und das Ganze besser läuft als bei anderen Fahrzeugen. Das erste Mal, dass ich ein E-Auto von innen sehe. Warte. Das erste Mal, dass du ein E-Auto von innen siehst? Ja. Ja, das ist ja Premiere heute. Kannst du die Tür zumachen? Dann ist es. Ja, du hast doch noch nie in einem Tesla gesessen. Nee, noch nie. Dann ist das für dich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen spacey hier mit dem ganzen. Ja, ich bin ganz beeindruckt, dass das hier alles ganz anders aussieht. Keine Knöpfe. Mhm. Man hat gar nicht das Gefühl, dass man losfahren kann, weil man ja nichts hört. Nee, man hört nichts. Wir können ja gleich auch mal, wenn ihr wollt, einmal hier die Straße raus und dann mal fahren. Ne? Ja. Und durch dieses Media-Display hier, dieses Riesending, ist das natürlich ganz anderes Erlebnis. Ich habe auch immer die Google Maps-Karte an als Navi und das ist schön. Ne? Was auch schön ist, ist halt die ganze Media-Geschichte. Du hast halt natürlich Radio, Spotify, Internetradio und in den aktuellen Modellen hast du ja sogar Netflix drin. Das heißt, du kannst, wenn du
lädst, Netflix-Filme gucken. Du hast Spiele, da habe ich hier so ein paar witzige Spielchen, das ist aber von der Grafik her Atari-Niveau. So ja. 90er oder 80er, weil die Rechenleistung hier von der CPU nicht schnell genug ist. Ne? Ja. Mhm. Und natürlich ist das hier der Gag des Jahres, das Furzkissen. Ja. Wunderbar. Also Götz, ne? Du kannst das wieder nicht lassen. Ich gehe dann jetzt mal raus. Ja, geh mal raus hier. Wir tragen Masken. Das ist okay. Das ist halt, als Ex-Cabrio-Fahrer ist das ein Traum. Und vor allem, wenn man das ganz auffährt, also 100%, ist das ja fast schon Cabrio-Gefühl. Sehr gut. Fast schon. Aber die haben halt das Sonnendach auch eingestellt, weil das immer wieder technische Probleme gab. Und da hat Elon wahrscheinlich gesagt, das ist mir jetzt zu blöd. Wir bauen jetzt nur noch komplette Glasdächer rein und keine Sonnendächer mehr. Schade eigentlich. Ja. Ich habe da noch mal eine Frage, die mich als absoluten Anfänger entlarvt. Da ist ja die Batterieanzeige. Mhm. Wenn die Batterieanzeige dann langsam runtergeht und zum Beispiel nur noch bei 20% ist oder 10%, weiß ich dann irgendwo oder kriege ich irgendwo angezeigt, wie viele Kilometer ich bei dem Tempo, was ich dann davor gefahren bin, noch fahren kann? Ja, natürlich. Du hast, ich habe die Batterieanzeige, wie viele Profis in Anführungsstrichen, auf Prozent gestellt. Ja. Das kannst du natürlich hier einstellen. Distanz, so. Jetzt steht sie auf Kilometer. Ah. Aber diese Distanzanzeige bei der Batterie dort im Tacho-Display, die ist ein standardisierter Wert. So. Mhm. Der wird nicht errechnet. Das heißt, auf diese Anzeige kann man sich nicht verlassen. Mhm. Deswegen ist das egal, deswegen habe ich es auf Prozent stehen. Mhm. Das muss man aber nicht, weil es gibt hier eine ganz tolle Sache, nämlich die Energieanzeige. So, und das ist halt das, was ich immer anhabe. Und hier die geschätzte Reichweite. Ist das die errechnete Reichweite mit dem aktuellen Verbrauch der letzten 25 Kilometer, der letzten 10 Kilometer oder der letzten 50 Kilometer? Sehr gut. Abbrechen. So. Das ist echt faszinierend. Ja. Also ganz anders. Ich würde sagen, ich fahre mal hier raus. Ja, ich würde sagen, Götz, magst du dich vielleicht noch einmal hier hinsetzen, um. Götz kann ja fahren. Oder willst du fahren? Ich fahre fremde Autos erstmal immer noch nicht. Okay. Dann muss ich aber wieder auf Jens stellen, sonst kommt Götz hier nämlich gar nicht erst rein. Und ich auch nicht. Ich setze mich mal in die Mitte. Ja, genau. Hier ist das so mit dir mit dem Platz für den Kopf hinten. Also hier stoße ich ein bisschen ran, ne? Also an diesen Holm. Ja. Ich bin aber auch 1,82 und sitze jetzt auf der Mitte, die ist eben ein bisschen noch höher. Ja, so hinten. Ich würde sagen, wenn man an der Seite sitzt. An der Seite ist noch ein Zentimeter tiefer, aber so als großer Mensch ist es nicht ideal. Dann die erste Fahrt, mal gucken. Wir werden sehen. Und es ist Ruhe. Herrlich. Das Problem ist, wenn das so leise ist, hörst du jeden Scheiß, ne? Irgendwo knistert es, irgendwo knarzt es, das regt dich voll auf. Und man muss sich bewusst sein, dass die Fußgänger oder anderen Verkehrsteilnehmer, die nicht gerade im Auto sitzen, einen auch nicht hören. Ja, wobei die Rollgeräusche durch die breiten Reifen schon hörbar sind. Ja. Ne? Herrlich ruhig. Die Abbremsung durch die Rekuperation lässt sich die verschieden einstellen? Ja, du kannst den Standardwert nehmen, so wie es jetzt ist. Dann rekuperiert es relativ stark, würde ich auch empfehlen. Oder du stellst es auf niedrig, dann segelst du mehr. Ja. Das ist aber eher uninteressant, weil du willst ja eigentlich auch Energie zurückgewinnen. Und das da gewöhnt man sich so schnell dran, dass man nur mit dem Gaspedal fährt. Und die Bremse benutzt man fast gar nicht. Ja, schön. Ehrlich. Einmal ganz kurz ein bisschen drauf drücken. Aufs Gas, meine ich. Oh ja, der das ist ja nicht. Nur der kleine, ne? Also der ist noch nicht mit der vollen Leistung versehen hier. Ja. Ist aber absolut nicht der Grund, sich für ein Elektroauto zu entscheiden. Das mit der Beschleunigung habe ich schon gehört oder jetzt auch gemerkt. Das kribbelt, herrlich, das macht Spaß, aber ist nicht unbedingt das
Entscheidungskriterium für einen Elektrowagen. Nö, aber das ist manchmal ganz schön, wenn man irgendwo schnell weg will. Ja, genau. Dann mal eben Überholen. Beim Überholen mal eben den BMW hinter sich lassen. Genau. Entschuldigung. Das ist vollkommen in Ordnung. Du hast den Wagen jetzt seit circa zwei Jahren. Genau, der ist ja gebraucht gewesen. Der ist jetzt 4 Jahre alt, ist vor einer Woche aus der Garantie raus. Ja. Wundert mich, dass er noch fährt. Ja, fahren wir hier rein, genau. Aber ich hatte im Prinzip ernste Probleme mit dem Wagen noch nie. Nur so Kleinigkeiten, ne? Also mal einen kaputten Türgriff, die Klimaanlage brummt. Ja. Da will Uwe ja mal reingucken. Mal sehen, ob wir jetzt rausfinden, was es ist. Ansonsten habe ich ja noch mal einen Termin in Hannover, ja, die sich das dann zu Gemüte führen wollen. Aber sonst ernste Probleme hatte ich noch nie. Ja. Und Gott sagt, regelmäßige Inspektionen oder so, wie wir das beim Verbrenner haben, das sei hier anders? Genau, du hast bei Tesla keine Inspektionstermine. Es wird empfohlen, bei 40.000 oder 80.000 eine Inspektion zu machen. Das ist aber keine Pflicht. Und die Garantie wird auch nicht weniger dadurch. Ne? Also muss da nicht hin. Ich würde schon empfehlen, dass man die Bremsflüssigkeit oder so kontrollieren lässt oder wechselt. Das ist ja auch ein Sicherheitsmerkmal. Das ist ein Sicherheitsmerkmal. Und die Bremsflüssigkeit wird natürlich hier weniger beansprucht, weil du weniger die hydraulischen Bremsen benutzt. Ja. Ist aber keine Pflicht. Ja. Aber wie bei jedem Premium-Hersteller, und Tesla zählt sich ja dazu, ist eine Inspektion nicht billig. Ne? Ja. Die kostet hier schon locker mal ein paar hundert Euro. Mhm. Und ich habe jetzt knapp 80.000 drauf, ne, 77.000. Ich werde jetzt bei 80.000 keine machen. Mhm. Vielleicht mache ich sie bei 100, ich weiß es nicht. Ja. Das entscheide ich dann selber. Kommt ja auch ein bisschen darauf an, was man sonst so für einen Eindruck von dem Wagen hat. Ja. Von seiner allgemeinen Qualität oder dem Zustand. Also so wie ich den Wagen gekauft habe vor 2 Jahren, da hatte er 36.000 drauf. Das heißt, ich bin jetzt mehr als das Doppelte gefahren. Und ich finde, er fährt sich exakt so wie damals, wo ich ihn gekauft habe. Es ist keine Änderung festzustellen. Mhm. Es ist irgendwie nichts schwammig geworden, nichts irgendwie merkwürdig oder hat Spiel oder so. Also es fährt sich genau wie damals. Ja. Also von daher bin ich erstmal noch sehr auf der sicheren Seite. Und ich hatte noch nie so ein Auto, was so zuverlässig war. Bis auf diese paar Kleinigkeiten, die ich hatte. Ja, gut. 18 Jahre Mercedes gefahren. Da hatte ich auch jedes Jahr irgendwelche Probleme. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass das bei Tesla jetzt irgendwie schlechter geworden ist. Oder das Einzige, was halt nicht so gut ist, das wissen wir alle, Tesla kann nicht so gut Blech biegen. Das mit den Spaltmaßen oder ab und zu ist mal ein Teil nicht so qualitativ hochwertig von außen. Aber die Technik und die Software und das ganze Auto an sich als Gesamtkonzept, finde ich, ist einfach momentan noch nicht zu schlagen. Ja. Dafür ist das Fahrgefühl entscheidend, der Autopilot, also wie das alles funktioniert. Und diese Ruhe, die Vibrationsarmut dadurch, ne? Da vibriert halt nichts und du hast irgendwie keine Kopfschmerzen abends, wenn du aus dem Auto steigst. Und man hat das Gefühl, für die Umwelt war das dann nicht so schädlich. Nicht ganz so schädlich, wie mit einem Verbrenner zu fahren, genau. Du hast zumindest da, wo du gefahren bist, keine Emissionen erzeugt, außer Reifenabrieb, was ja auch nicht so doll ist, wie ihr vielleicht wisst. Ja. Weil die ganzen Reifen, die verschleißen, das bleibt ja alles in der Umwelt. Ja. Und was da für Schwermetalle drin sind, naja. Das müsste man nochmal irgendwie überarbeiten, das Reifenkonzept. Hier kommt der Automat. Die Tür auf. Weil jetzt musst du aber aufpassen. Stopp, da passt du so nicht rein. Kaffeemaschine an, automatisch. Ja, Götz und Christine, ihr seid jetzt gefahren, habt euch den Wagen angeschaut und was sagt ihr dazu? Passt das für euch oder passt das nicht? Doch, das könnte passen. Ich fand es vor allem unheimlich spannend, mal zu sehen, wie anders das ist als unser Verbrenner. Ist es wirklich jetzt so anders vom Gefühl her? Vom Interieur jetzt oder vorne gerade mit den ganzen Schaltern, die eben nicht vorhanden sind, da ist das schon anders, finde ich. Und vom Fahren her, was würdest du da sagen? Ist es da anders gewesen? Nur leiser. Und du, Götz, was hast du? Für mich auf jeden Fall die Ruhe, ein Gold wert. Jetzt fahre ich mit einem Cabrio und wenn man dann schneller fährt, speziell Autobahnen, dröhnen einem die Ohren. Da kann ich sonst mit leben, aber diese Erfahrung jetzt hier, auch wenn wir nur kurz gefahren sind, das ist ein Traum. Diese Ruhe, herrlich. Natürlich generell dieses Gefühl, man schwebt dahin. Das ist auch toll.
Von dem Handling her habe ich natürlich jetzt eben nur Stadtverkehr gefahren. Aber du hast einmal kurz drauf gedrückt und die Beschleunigung gesehen. Meinst du, du schaffst es auf der Autobahn, den Fuß zurückzuhalten? Ich werde bestimmt nicht immer versuchen, nur zu drosseln, sondern auch mal das ausnutzen, was der Wagen bietet. Aber generell ein bisschen Selbstdisziplin werde ich schon walten lassen bei mir. Ja, nichtsdestotrotz, um auf die Frage zurückzukommen, ob der Wagen für uns passen würde, bin ich der Meinung, ja. Platz hat er, die Größe hat er und die Dinge, die natürlich auch zählen, ist, wie sieht er aus, gefällt mir. Moderne Technik bin ich Fan von. Jetzt muss man nur den richtigen finden. Ja, und du als BMW-Fahrer, ich meine, der Vergleich jetzt mit Tesla vom Qualitätsniveau, was würdest du sagen, stört dich das jetzt? Hast du jetzt irgendwas gesehen an dem Wagen, was dir jetzt negativ aufgefallen wäre? Oder? Ich bin kein Fahrzeugexperte, insofern gucke ich nicht nach Spaltmaßen. Das ist ja immer gerade so ein bisschen so ein Hype über Spaltmaße hier, Spaltmaße da. Interessiert mich eigentlich herzlich wenig, solange eine Kofferraumklappe zum Beispiel nicht hinten auf der Stoßstange aufsetzt oder ähnliches, dass quasi gar kein Spalt mehr da ist. Solange es da ist, ist es in Ordnung und keine Beschädigung. Das haben wir schon erlebt bei Tesla. Die anderen Eindrücke im Innenraum sind hochwertig. Gibt es für mich absolut gar nichts auszusetzen. Hm. Tipptopp. Ja, das war die Probefahrt und das Kennenlernen von einem Tesla Model S, von meinem Tesla Model S mit Götz und Christine. Und ich denke, den beiden hat es gefallen. Ich fand das schön, dass Sie gekommen sind und dass Sie gefragt haben. Und habt ihr noch ein Schlusswort? Ja, natürlich. Also Jens, vielen, vielen Dank, dass wir diese Chance hatten, bei dir einfach spontan den Wagen anzugucken. Wir sind noch mehr überzeugt, auf jeden Fall. Ich denke, der nächste Wagen wird auf jeden Fall ein Elektrowagen. Und wisst ihr schon, gerne wann es soweit sein wird oder ist noch der Zeitplan steht noch nicht fest? Circa, es kommt darauf an, wann wir einen finden. In nächster Zeit. Vor Ende des Jahres ist das Ziel. Okay, das ist ja nicht so lange hin. Wenn ihr einen gefunden habt, würde mich freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut. Auch für die Zuschauer vielleicht, was es dann letztendlich geworden ist. Interessiert ja alle. Richtig. Ein Model S wahrscheinlich, Model X wahrscheinlich nicht, oder? Richtig, genau. Und dann vor allem, welche Farbe? Ist es ein Raven oder ist es ein Standardmodell? Die Ausstattung, das interessiert uns natürlich. Das heißt, wenn ihr was habt, kommt vorbei. Machen wir. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und wie immer, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und meinen Kanal abonnieren nicht vergessen. Dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.